Diese Frau ist kein Model. Aber was kann man aus ihr machen? Wir wollen wissen, kann jede Frau zum Model werden? Nur mit Hilfe von Make-up? Und ein Fotobearbeitungsprogramm? Es funktioniert tatsächlich. Und sogar ganz leicht. Die Auszubildende Lisa Schwarz sieht zum ersten Mal, was wir mit Make-up, Styling und Fotonachbearbeitung aus ihr gemacht haben. Ach, krass. Auch wenn sie es noch nicht richtig glauben kann, alleine dank Make-up und Fotobearbeitung ist der Mädchentraum vom eigenen Modelplakat für Lisa in Erfüllung gegangen. So, auf der Straße aufgegabelt und jetzt hängt man da. Ohne, dass man das vorher wusste. Aber wenn man wirklich aus jeder Frau von der Straße ein Model machen kann, warum macht man das dann nicht eigentlich immer so? Normale Frauen wären doch viel, viel billiger als Supermodels. Zur Erinnerung. Auch Models kommen niemals ungeschminkt aufs Foto. Diese Aufnahmen hinter den Kulissen eines Shootings zeigen, auch Models haben Augenringe und faltige Haut. Wer würde hinter dieser Frau Topmodel Tatjana Patitz erkennen? Und wer wüsste, dass das hier Eva Herzigova ist? Dieser Mann ist einer der meistgebuchten Fotografen Deutschlands. Cecil Arp arbeitet täglich mit Models und Prominenten aus der ganzen Welt. Sein Spezialgebiet? Fotos für Werbung und Hochglanzzeitschriften. Er sagt, es wird getrickst, was das Zeug hält. Über Prominente, die man fotografiert, die einfach schon nicht mehr eine straffe Haut besitzen oder so und die dann nur von vorne zu sehen sind, wo man dann wirklich hinten mit Gaffer-Tape die Haut zusammenklebt, dass der Bauch vorne straff ist. So. Also es gibt da wirklich die wildesten Fälle. Für uns hat Cecil Art ausnahmsweise auch Lisa zurechtschminken lassen und dann fotografiert. Eigentlich arbeitet er nur mit Profi-Models, denn das Inszenesetzen von normalen Frauen, sagt er, ist eben doch viel, viel mehr Arbeit als bei schlankgesichtigen Models. Weil man trotz allem Make-up ein schlankes, dem Schönheitsideal nahes Gesicht bei Nicht-Models kaum hinkriegt. Aber was ist mit einer Fotonachbearbeitung am Computer? Wir fragen in einer Bildbearbeitungsagentur nach. Hier bei Gloss Post Production in Hamburg lassen die meisten großen deutschen Konzerne ihre Werbefotos nachbearbeiten. Und das sieht dann so aus. Augenfalten? Weggeklickt. Krumme Füße? Retuschiert. Und kleine Polster an den Oberschenkeln? Verschwinden hier wie von selbst. Der Grund? Die Modelfotos sollen Blicke auf sich ziehen. Und deshalb werden sie hier alle auf das Schönheitsideal getrimmt. Heißt, große Augen, straffe Haut, extra schlanke Taille. Die meisten Leute wissen gar nicht, irgendwie, was man alles machen kann. Die sind ja schon erstaunt, wenn man eine Nase gerade rückt und finden das schon klasse, obwohl das für uns jetzt nur ein kleiner Mausklick ist eigentlich. Die Agentur hat für uns auch Lisas Foto weiterverarbeitet in Richtung Schönheitsideal. Mehr Volumen in die Haare, schmale Schultern, langer Hals und große Augen. Aber unser Experiment ist auch hier ein Einzelfall. Warum bearbeitet die Agentur sonst nur Bilder von Profimodels? Ich denke, der Vorteil von Profimodels ist ja nicht nur, dass sie gut aussehen, sondern dass sie auch sich vor der Kamera bewegen können, dass sie den gewissen Blick haben. Je mehr man verändert, umso mehr besteht halt die Gefahr, dass es irgendwann ein bisschen gekünstelt aussieht. Das heißt, es ist zwar richtig, dass sich heutzutage jeder in ein Model verwandeln lassen kann, dank Make-up und Computerprogrammen. Aber trotzdem, auch in Zukunft werden Zeitschriften für ihre Fotos echte Models verwenden. Denn bei denen muss zwar auch die Haut bearbeitet werden wie hier,
aber die Gesichtsform ist oft schon, anders als hier, schlank und nahe am Schönheitsideal. Und sehr stark bearbeitete Bilder, wie dieses von Lisa, wirken außerdem am Ende immer etwas zu künstlich. Und teuer ist die aufwendigere Arbeit mit Normalos übrigens auch. Die Produktion dieses einen Plakates hat insgesamt 10.000 Euro gekostet.